ICE3 Dresden-Riesa. Es ist 12 Uhr. Wir fahren die Baureihe 403 von der Deutschen Bahn. 423 Tonnen, 8 Wagen im Zugverband und 199,4 Meter auf der Strecke Riesa-Dresden. Und ich würde sagen, wir beginnen. Dies ist ein Szenario aus dem Creators Club. Ich würde sagen, wir machen das mal. Natürlich ist es mal ein Richtungsschalter nach vorne. Machen die Führerstandsbeleuchtung auf ein. Das ist soweit gelöst. Dann machen wir noch die AFB ein. Und zwar voll soll. Machen natürlich noch die Zugesicherungssysteme ein. Das haben wir auch soweit. So, dann würde ich sagen, müssen wir natürlich noch die AFB einstellen und zwar auf 40 vorwählen. Das haben wir. So, dann würde ich sagen, sind wir soweit. Stehen hier am Bahnhof. Türen öffnen müssen wir anscheinend nicht mehr. Müssen aber natürlich noch die Spitzensignale einstellen. Das haben wir jetzt soweit. So, dann würde ich sagen, können wir losfahren. Gen Riesa. Erste Station natürlich Dresden Mitte. Lösen die Bremse. Und schalten langsam auf. Auf geht's mit einem meiner Lieblingszüge. Befreien wir uns. Das heißt, wir können auch auf B weiterstellen, auf 50. Schon ein bisschen weiter aufschalten hier. Hier scheint es irgendwo einen Einsatz zu geben, wie ihr hört. Es nimmt überhaupt kein Ende hier mit dem Martinshorn und so weiter. Ei, seht mal! Um Gottes Willen, seht mal, was da passiert ist. Boah, Zivilpolizei. Da ist irgendwas im Gange. Seht euch das an. Das ist doch mal was Feines, oder? Ja, ja, hört's nach. Ist hier ein Elefant zugange oder was geht hier ab? Junge Maria, was ist denn... Eieiei. Naja, wir widmen uns mal wieder unserem Zug, sonst... Boah, da war einiges los. Ihr habt es gesehen. Viel Zivilpolizei. Da war wohl eine Verhaftung im Gange. So, wir sind jetzt gleich in Dresden Mitte. Das heißt, wir brauchen jetzt auch gar nicht weiter zu beschleunigen. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Sondern... können uns hier voll und ganz auf unseren nächsten Halt oder auf unseren ersten Halt vorbereiten. So, und in diesem Szenario wird es noch etwas eine Besonderheit geben, dazu aber später mehr. Ihr werdet es merken. So, fahren wir jetzt in Dresden Mitte ein. So, ey, nicht so schnell, Kollege. Weiter, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Öffne die Türen. Sehen uns hier mal ein bisschen um. In Dresden Mitte, dass auch nicht so viel los ist. Man hört jetzt auch nichts mehr von dem ganzen Martinshorn, was da in Dresden, am Dresdner Hauptbahnhof
zu hören war. Da war ja einiges an Einsatz, ihr habt es ja gesehen. So, ist da die Semperoper? Oder was würdet ihr sagen? Nee, oder? Ist doch in Dresden selber, ist das? Nee. Nee, glaube ich. So, wir können jetzt auch wieder die Türen verriegeln. Können uns dann weiter aufmachen in Richtung Dresden-Neustadt. Müsste das jetzt sein? Genau, ja. So, auf geht's. Wunderbar, wunderbar. Drück natürlich die SIFA. Auch hier reicht's, wenn wir bei momentan Geschwindigkeit bleiben, weil wie gesagt, wir sind ja schon 0,x in Neustadt. Ich hoffe, ich bekomme jetzt hier einen besseren Halt hin. Mann, ey. Bremsen muss ich mit dem nochmal echt üben. Irgendwie geht das gerade total beschissen. Ist ja noch schlimmer als vorhin. Mein Gott. Türen geöffnet. Naja, egal. Ist nicht so ganz tragisch, wenn man nicht immer auf den Punkt hält. Hauptsache, man steht am Bahnsteig. So, hier ist also Neustadt. Kein besonderer Bahnhof, würde ich sagen. Einfach ganz normaler Bahnhof. Aber Dresden würde mich auch noch reizen zu spotten. Auf jeden Fall. Das ist ja auch noch ein Ziel von mir. So, Dresden mal. Eine wunderschöne Stadt. Kann man gar nicht anders sagen. Also wenn man sich hier mal so umsieht, wenn das in Dresden wirklich so aussieht. Alle Achtung, wirklich wunderschön. Muss man einfach so sagen. So, da hinten raucht es noch. Einfach traumhaft. So, wir riegeln die Türen. So, lösen die Bremse und fahren 5,6 Kilometer Richtung Radebeul. Wunderbar, wunderschön. So, und dann dürfen wir auch gleich 100. Hinten fahren wir. Einfach nur wunderschön, oder? Die Aussicht. Einfach nur wunderschön. So, da sind wir verschwunden. Da hinten seht ihr uns mich noch. So, und dann werden wir auch gleich in die LZB aufgenommen.
spätestens ab 160. Wobei in 3,5 Kilometern ist schon wieder 50 angesagt. Na gut, da sind wir auch so gut wie in Radebeul. So, und danach kommt dann Action auf, beziehungsweise, ja, ihr werdet sehen. So, die 50 haben wir dann auch erreicht. Muss befreien. Und da sind wir auch jeden Moment in Radebeul Ost. Hier noch mit Sicherheit einen Gleiswechsel vollziehen, deswegen auch die 50, nämlich jetzt. Sogar einen zweiten. Und sogar einen dritten. Habe ich jetzt nicht alles täuscht, oder? Nee, doch nicht. So, Radebeul Ost, Ankunft, 12.14 Uhr würde ich sagen. So, das wäre dann Radebeul. Auch einiges los hier. Einige Fahrgäste. Kein besonders großer Bahnhof, kein besonderer Bahnhof, sagen wir mal so. Zwei Bahnsteige, drei Bahnsteige. Ne, zwei. Hier rechts ist ja gar keiner. No. Zwei Bahnsteige. So. Schließvorgang eingeleitet.
7,5 Kilometer bis nach Coswig. Spotter-Perspektive. So, nach Coswig kommt dann die Stelle, die ganz besonders an diesem Szenario ist. So, 4,3 Kilometer bis Coswig. Wie gesagt, die interessante Stelle kommt jetzt gleich, wenn wir von Coswig Richtung Riesa fahren. Nicht lange, aber sie kommt. So, jetzt gleich 60. So, gelbes Vorsignal. Und dann sind wir auch schon in Coswig. Unser vorletzter Halt auf dem Weg von Dresden nach Riesa.
leider sehr, 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 sehr wenig KI-Verkehr. Das schmälert das Ganze ein bisschen, finde ich. Aber ja, man kann nicht alles haben. So, habe ich es doch tatsächlich mal geschafft, auf den Punkt anzuhalten. Wahnsinn. So. Ist also kostwig. Es muss nicht immer Mallorca sein. Es reicht auch Meißen. Das halte ich für einen sehr wichtigen, für eine sehr, sehr wichtige Info. So, dann haben wir ja auch jetzt hier im Moment Ausfahrt. Die letzten Fahrgäste sollten sich beeilen, die noch mit möchten. Wir schließen in dieser Sekunde die Türen. Und fahren 29 Kilometer bis Riesa. Der Sound vom ICE3 ist einfach mega schön, finde ich einfach auf jeden Fall. Also kann man nichts anderes zu sagen. So, 120. Das ist aber noch längst nicht alles, Kollegen. Sondern es müsste gleich eigentlich noch von der Geschwindigkeit her um einiges höher gehen. Das stand es auf jeden Fall in der Szenariobeschreibung. Bin ich jetzt echt gespannt, wann das soweit ist. Oder wir machen es mal anders. Wir sind mal ein bisschen verrückt in diesem Szenario. Versuchen wir es einfach mal, ob das wirklich geht.
das wirklich klappt, da bin ich echt gespannt. Mal gucken, wie viel wir jetzt fahren können, beziehungsweise wie schnell wir werden können auf dieser Strecke, auf diesem Teilstück. So, 2,50 haben wir gleich. Schauen, ob wir die 300 schaffen. Bei 80. Es geht natürlich ein bisschen bergauf, das bremst etwas. Komm schon. Dreizehn. Wenn wir entgleisen, wenn wir entgleisen. Leute! Wir fahren mit 322 durch die Weiche. Was geht ab hier? Leute! Wir fahren. Wir fahren jetzt gleich 330. Wir haben es geschafft. 330. 330. Kilometer bis Riesa. Wie weit, wie schnell können wir fahren? Schaffen wir die 340? 340. Schaffen wir die 350? Ohne dass wir entgleisen. Schaffen wir die 350? Geschafft! Wir fahren 3,50. Bei 53, 52, 53. Wir haben nicht mehr viel Strecke. Wir haben nur 7 Kilometer. 3,55. Schaffen wir noch die 3,60? Da muss ich abbremsen. Kommt schon. 3,50, 3,58. Kommt schon, 3,60. Absoluter Rekord. Kommt schon. Jawohl, 3,60. Schaffen wir noch mehr? Oder wird die Strecke... Ich schaffe die Strecke nicht, das ist das Problem, wir haben zu wenig Strecke. Ich muss gleich voll in die Bremse gehen, aber volle Möhre. Leute, 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 das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht nicht gut. Boah, bei 64. Ich muss bremsen, volle Kanone.
das geht nicht gut. Ja, wir haben ja eh kein PCP an, von daher. Wir haben ein rotes Signal vor uns. Da sollten wir eventuell stehen bleiben. Wir sind jetzt eh gleich am Bahnhof. Boah, 360 km/h. Ist nach Riesa. Keine Sekunde zu früh gebremst. Alter Schwede, ey. Das war meine. Das war mal Rekordzeit, würde ich sagen. Alter Schwede. Wir haben es geschafft. 300, über 360 km/h. Ich hätte gerne die 370 noch gehabt, aber dafür war ich einfach die Strecke nicht mal weit genug. Boah. Lass aussteigen. Der Expressdienst endet in Riesa. 361, ne, 365 km/h war, glaube ich, das ist die Spitze. Alter Schwede. Boah. Ja, das war's erstmal mit diesem Szenario, würde ich sagen. Rekordzeit von Coswig nach Riesa, würde ich sagen. Ich hoffe, die Fahrgäste nehmen es mir nicht übel, aber hier steht es ja auch, ne? Deutschlands schnellster Klimaschützer. Ja, schnell, das stimmt an dieser Stelle auf jeden Fall. Boah, Wahnsinn. Hammermäßig. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Und nochmal. So, das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich habe schwitzige Hände. Ja, ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Wäre schön, wenn ihr da wieder mit am Start seid. Macht's gut, bis dahin. Euer Dennis Peters. Ciao, servus und tschüss. Macht's gut. Bye, bye.